Statt Zermürbung in der Zufilisation empfehle ich eine enge Fokusblase. Warum? Jedes Pling und Klingelingeling von Mails und Nachrichten entspricht neurobiologisch einem Säuglingsschrei. Da schreit ein Wesen, kümmere dich um mich! Und wie sollten wir das von uns abtropfen lassen? Okay, ich gebe zu, dass wir schon lange abgestumpft sind. Doch nur weil wir es verdrängen können, hat es noch nach wie vor noch dieselbe Stresswirkung. Ob wir dem Schrei also nachgeben oder nicht, wir sind wieder und wieder rausgerissen aus wichtigen Projekten. Das kann sich sogar so weit steigern, dass wir uns selbst verlieren und innerlich zerrissen fühlen. Doch was tun? Dem Schrei nicht nachgehen und unbewusst ein schlechtes Gewissen haben, weil wir womöglich dringende Hilfe versagen? Oder doch schnell mal gucken, was ist? Das ist Chaos und Chaos macht Stress und Stress macht blöd. Nach kurzer Zeit weiß man schon gar nicht mehr, was man vorhat und was im Leben wirklich wichtig ist. Statt gesteuert zu werden, nimm das Steuer selbst wieder in die Hand, schalte das Geschrei der Maschine ab, sie ist kein Menschlein, das Hilfe braucht. Und diese Maschine hält dich auch nicht am Leben, im Gegenteil, sie hält dich vom Leben ab. Ich selbst gehe jeden Tag einmal offline, in den Flugmodus. Und zwar abends so gegen 21 Uhr. Denn dann habe ich Zeit für Familie und Freunde und auch meinen Schlaf. Und ich schalte mich erst morgens um 9 Uhr wieder in die verrückte Welt des Gepiepses und Geklingels zurück. Ja, ich bin jeden Tag 12 Stunden raus aus dem Trubel und fokussiere mich. Und ich gehöre sogar zum 5 O'Clock Club. Stehe also um 5 Uhr auf und habe damit täglich 3 ganze Stunden von 6 bis 9, in denen ich hyperaktiv, effektiv und vor allem ausgeruht und ungestört arbeite. Meine Fokusblase bedeutet null Ablenkung, null Unterbrechung, totaler Fokus. Und du wirst erstaunt sein, was du alles schaffst, wenn dein Beta zu Alpha wechselt.